Hallo! Wie ich euch schon angekündigt habe in meinem letzten Video, fahren wir heute das erste Mal für die Saison aufs Turnier. Ich habe euch ja versprochen, dass ich dieses Mal ein Turnier Follow Me Around drehen werde. Das heißt, ich nehme euch jetzt den ganzen Tag halt mit aufs Turnier und ihr seht dann halt, was wir vorher noch so machen, wie dann die Prüfung abläuft und ja halt alles drum und dran. Und wir fahren jetzt noch eine Freundin von mir abholen, die Caro. Die wird dann heute alles filmen. Jetzt haben wir die Caro abgeholt, mein heutiger TT. Turniertrottel für alle, die nicht wissen, was TT ist. Und die Nia ist auch dabei, Caros Hundi. Darf heute Beifahrer von meiner Mama spielen, weil wir gerade noch den Kofferraum voller Kram haben. Den müssen wir später erstmal umräumen, damit sie dann nachher im Kofferraum sitzen kann. Und wir fahren jetzt erstmal zum Stall und machen da dann alles fertig. Jetzt im Stall angekommen und wir hängen den Hänger jetzt noch nicht an, weil wir noch so viel Zeit haben. Geht jetzt erstmal mein Spiel. Caro steigt schon aus, ich rede hier die ganze Zeit mit ihr. Caro begrüßt mein Pferd. Hallo Dicker. Guck mal, interessiert ihn gar nicht, dass ich jetzt da bin. Ist ja nichts zu essen. Ja, stimmt. Hübsch. Naja, beide habe ich gestern einkamponiert. Sind sie wieder dreckig? Ja. Ah, oh, ist ja fein. So, da war mein Putzkasten um. Gestern einen neuen Putzkasten gekauft. Deswegen räume ich den jetzt erstmal um. Wir haben ja heute Zeit. Ich bin ja erst um. Was habe ich gesagt? 15 oder so. Ja, Viertel nach 5 oder so. Das einzige Doofe ist, dass das hier nicht so weit ist wie das. Ja, wir haben hier wohl Geburtstag von Damiana. So bricht man einen Schweif aus. Aber eigentlich ist die ja kaum Knoten drin. Gestern so schön gewaschen und mit Mähspray eingesprüht. Da sind keine Knoten drin. Ich filme das jetzt und dann muss ich mir ganz oft angucken, vielleicht kann ich es irgendwann selbst. Schickt dann die Rechnung. Ja. Normalzustand bei uns. Werk vollendet. Das hat meine Reitlehrerin gemacht, weil wir das nicht selber können. Oh, der Blümchen. Guck mal, hier ist ein Betrieb in Frankfurt auf dem Stall. Mama hat gerade das Pferd von meiner Reitlehrerin eingeflochten, weil die jetzt auch aufs Turnier fährt, aber woanders hin wie wir. Und jetzt kommt gleich
ein Pferd dran. Der wird jetzt auch eingebunden. Kostet Geld. Was kostest du denn? Stundenminimum 25 Euro. Mama flechtet jetzt ein. Wundert euch nicht, hier ist gerade ein bisschen Hochbetrieb, deswegen ist es so laut im Hintergrund. Wir haben jetzt gerade hier, wie viel Uhr haben wir jetzt? Halb zwei, zwei. Ja, ist halt jetzt gerade so die Hochbetriebszeit hier am Wochenende. Die Mama flechtet jetzt erstmal ein, jetzt schneidet sie da oben. Mama ist gerade schon am Zöpfe flechten. So, eingeflochten ist mein Pferd jetzt auch. Jetzt kann er erstmal mal in die Box, bis wir hier alles eingeräumt haben und fertig gemacht haben. Wer hat gefurzt? Achso, ich weiß nicht. Ja, ja. Ich bin heute nämlich erst um 17.15 Uhr, nee, 17.16 Uhr dran. Also haben wir noch ewig Zeit. Fahren dann nämlich so um 3 los und deswegen können wir jetzt alles noch dann in Ruhe einräumen. In der Zeit kann jetzt Yamiro jetzt nochmal schön in die Box. Ein bisschen ausruhen noch. Ne? Und ich gehe jetzt meinen Hund bewegen. Gehen wir deinen Hund bewegen. Ich nehme jetzt erstmal den Hänger an, damit ich den jetzt gleich mal einräumen kann. Dicka! Ja, das ist, so viele Haare hast du ja nicht. Ja, ich hab gar keine Baum, die wieder oben raus. Musst du mir doch ins Hirn stechen. Voll verbogen. Ich habe jetzt gerade noch mal mit dem Handy meine Aufgabe gelernt und kann sie auch. Ich habe ihn sehr auch schon meine Reitstunde am Donnerstag geritten. Und ja, jetzt fahren wir dann mal los und melden uns, wenn wir dann auf dem Turnier angekommen sind. Dunkelkammer. Melden uns dann, wenn wir wieder auf dem Turnier sind, also wenn wir auf dem Turnier angekommen sind. Und ja, bis dann. Führt Leverkusen 2:0 und spielt mit einem 2:0 Sieg. Mittelmannverlauf der A66 sind zwei Soldaten verletzt. Jetzt sind wir bald da. Weiß die Polizei noch nicht. Ja. Auch die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Aktuell laufen auf der Strecke zwischen Eschborn in Richtung Frankfurt. Jetzt sind wir auf dem Turnier angekommen. Fahren jetzt noch da runter auf den Hängerparkplatz. Dann gehen wir erstmal gucken. Ah, ist das Turnier. Hey, jetzt habe ich nur noch Busch. Da ist der Abreiteplatz. Gleich kommen wir auf den Hängerpark. Hier hat man voll die schöne Sicht hier oben. Da hinten sieht man wieder Frankfurt. Hier unser wunderschöner Blick auf Frankfurt. Man
gucken, wie nah ich rankomme, ohne zu wackeln. Nimmt die Amiro die Tür auf. Da kann er auch ein bisschen Frankfurt gucken. Papa ist auch mit am Start heute. Und die Caro und die Mia und die Mama und Damiana. Ja. So, wir gehen jetzt erstmal gucken, wie so Stand der Dinge ist und laufen jetzt mal auf den Turnierplatz und gucken mal, was da so los ist. Die Sonne blendet. Bis gleich. Schmeckt die ohne Kacke. Aber voll schön. Caro! Hier ist der Abreiteplatz. Wir laufen jetzt mal in die Halle. Wir wollen uns noch eine angucken vorher. Also ich will mir noch eine angucken vorher. Ja, ist total schön hier. Ja, wir gucken jetzt noch mal eine. Ja. Müssen wir helfen, Stiefel schnüren? Hallo. Solheim im August oder im Juli? Ja, mach mal deinen Schädel weg. Ups. Der Ruby. So im Trab, also die Trabtour, die habe ich ja so ein bisschen, hatte ich so meine Bedenken mit den Taktfehlern von letztem Jahr, aber das hat er echt gut gemacht. Er war halt innerlich so angespannt, deswegen waren halt die Wechsel auch alle nicht so doll, so ein bisschen übermütig, deswegen ist er ja auch einmal erschrocken. Und ja, was war denn noch? Ja, im Schritt, im versammelten Schritt ist er mir immer mal hier so angezackelt, da wollte er dann halbe Tritte machen, weil ich es ja im richtigen Moment immer mache. Da muss ich dran arbeiten, dass er das nicht mehr macht, aber ich habe jetzt 62,1%, bin ich super zufrieden mit und so fahren wir jetzt nach Hause. So, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Alle wieder im Auto, die Mia ist auch da. Oi, oi, oi. Die Mia. Was macht?
Nachdem wir ihn jetzt nochmal laufen lassen haben aus dem Paddock und er sich nochmal ausgetobt hat, haben wir ihn jetzt in seine Box verfrachtet. Und die Zöpfe habe ich schon aufgemacht und jetzt hat er sein wohlverdientes Feierabendfutter bekommen. Und ja, ich mache jetzt auch Feierabend und fahre jetzt nach Hause und hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Die Caro hilft mir gerade auch noch ausräumen. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann sind wir wirklich fertig für heute. Also, ciao, macht's gut!